Wir sind um 6 Leute, das ist das Frühlingsfest der Zürcherinnen und Zürcher. Und der Rheintaler Manuel Rothmund kennt das natürlich nicht. Und darum zeige ich ihm das heute mal. Und als erstes habe ich ihn gerade frisch eingekleidet. Gut siehst du aus, Manu? Danke. Und, wie gefällt es dir da? Also, ich habe mir es etwas grösser vorgestellt. Schon ganz der Zürcher. Am Punkt 6 wird der Schneemann, genannt Böck, auf dem Scheiterhaufen angezündet. Je kürzer das es dauert, bis der Kopf explodiert, desto schöner wird der Sommer. Du solltest schon der Letzte sein, der das glaubt, oder? Bin ich auch. Böse Zungen sagen ja, der Böck sei präziser wie du. Gut, das sind aber ganz böse Zungen, aber das überrascht mich bei dir nicht weiter. Mit dabei sind auch viele Prominente, die als Gäste von der Zäufter mitlaufen. Berthe Segli ist bei uns. Du hast ja mal einen grossen 6-Leute-Hit geschrieben. Mein Herz, es brennt. Mein Herz, es brennt, wenn ich dich sehe. Du siehst, wir haben jetzt ein Geländer. Das haben wir mal nicht gehabt. Und dann war der Bundesrat Blocher da. Und ich habe ihn verabschiedet und plötzlich sehe ich ihn nicht mehr neben mir. Das ja wieder letztlich. Ui, Jesus Gott, mir, jetzt geht der Blocher auf dem Podest. 30 Sekunden später höre ich so ein Lachen unten unter dem Podest. Und er sagt, Hände jetzt früher gefreut, der Blocher lebt. Jetzt hat es verklopft, hä? Und das heisst jetzt? Oder wie lange ist es gegangen? 10 Minuten. Gibt einen guten Sommer. Und an das glaubst du jetzt? Nachdem der Böck explodiert ist, machen sich die Zäufter unterwegs in die Innenstadt zum Nachtessen und besuchen sich nachher gegenseitig. Da kann man allerdings nur dabei sein, wenn man in einer Zunft ist. Und genau dort versuchen wir, den Manuel Rothmund jetzt unterzubringen. Stadtpräsidentin Corinne Mauch, wir versuchen, den Manuel Rothmund in unserer wunderschönen Stadt Zürich zu integrieren. Haben Sie Tipps für ihn? Es ist ein bisschen schwierig für mich, zum Tipps zu geben, weil die Frauen haben ja selber recht Mühe, irgendwie reinzukommen in den Zünft. Also gut, einerseits müsstest du irgendetwas mit Wiedeke zu tun haben. Also, du bist schon durchgefahren. Okay, das ist ein bisschen knapp genügend. Also der Dialekt ist eher ein bisschen Ostschweizer, oder? Ja. Ja, das ist hoffnungslos. Wir haben gesagt, ich habe so einen schlimmen Dialekt. Vielleicht kannst du mir ja ein paar Tipps geben. Ja gut, ich glaube, da bin ich die Letzte, die dich helfen. Wirklich dranbleiben. Okay, also mal auf eine Zunft zugehen und einfach hartnäckig sein, bis sie mich nehmen. Ich würde sagen, am besten dort, wo sie jemanden kennen, wo sie sympathisch findet. Oh, das wird und schwierig. Dann auf dem Weg. Mein Ziel ist, heute noch irgendwo in eine Zunft reinzukommen. Schaffe ich das? Ja, das ist nicht ganz so einfach. Also bei uns ist es ein bisschen schwierig. Du hast ein bisschen das Falsche an, muss man sagen. Das geht sowieso nicht mehr. Es könnte heute schwierig werden. Welche Zunft würde ich denn am ehesten passen? Zirkus Muck. Manu, hast du dich heim gefunden? Niemand hat mich wollen. Keine einzige Zunft hat mich wollen. Keine einzige. Aber hast du jetzt wenigstens den Sinn von dem 60 Leuten verstanden? Also, ich finde, es ist ein bisschen wie Bachelorette. Hä? Männer, die Rosen sammeln, dumm angelegt sind. Und am Schluss geht es eh nur ums Reiten, bis einer explodiert. SRF 3